Willkommen zurück zu Go Vacation. Ich habe keine Ahnung, wie ich es im letzten Part verpassen konnte. In dem Resort die Verkehrsmittel zu nutzen. Beziehungsweise die Transportdinger da. Die Schienenbahn. Ihr wisst schon. Das müsst ihr jetzt einmal rund machen. Ich glaube, hier war ich schon am Anfang. Einfach sicherheitshalber gehe ich auch nochmal hin. Denn warum nicht? Und ja, dann werden wir im Stadtresort nun wirklich fertig. Wie gesagt, keine Ahnung, wie ich es vergessen konnte, es zu zeigen. Aber okay, habe ich es dann jetzt mal in diesem Part nochmal schnell nachgeholt. Und jetzt machen wir hier alles im Schneeresort. Zumindest die Sachen, die nicht abstrus und absurd sind. Unter abstrus und absurd verstehe ich zum Beispiel 10 Personen gerettet. Das mache ich nicht. Das ist einfach lame und scheiße. Hier das. Da muss ich nochmal gucken mit den Schafe alle Farmmasten. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Und hier muss ich auch mal nachgucken. Ich glaube, da war einmal Beschiss dabei. Da war irgendetwas, was nicht so ist, wie es scheint. Wo hier praktisch falsch übersetzt wurde. Und natürlich auch hier wieder die Klippe gesprungen. Und auch wieder hier die Verkehrsmittel. Oder wie das auch immer heißt. Also, ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, aber die ist ja auch eigentlich egal. Wir machen jetzt zuerst mal die tollen Darbietungen. Dafür einmal zum Schneeschaf. Oder wie das heißt, habe ich um die Ecke gelesen, teleportieren. Und erstmal gegen die Wände fahren, weil die Bewegungssteuerung super akkurat ist. Und jetzt gleich einen verdammt guten Sprung machen. Kommt doch gleich, oder? Dann wo muss ich abbiegen? Muss ich hier abbiegen? Ja, da ist es, da ist es, da ist es. Hat nicht gezählt, mal. Ich glaube, man musste wirklich, ja, wirklich drüber. War wirklich drüber, ist auch wirklich schwer. Das ist interessant. Mal gucken. Am letzten Moment. Okay. Dann Nummer 2 ist irgendwo hier. Mal gucken. Tut mir irgendwie leid, aber wenn da einer so spawnt und ich dann direkt umfahre. Aber ich schieb's mal auf 4:3 Format, okay? Wäre 16:9 hätte ich eventuell noch gesehen. Au! Mir die Kopf gegen die Decke geknallt. Ich glaube, wir müssen 2 Personen schnell ins Krankenhaus. Und weil es gibt wieder dieser komische Mond. Und das ist auch eine tolle Darbietung. Aber keine vielen Punkte. Das habe ich nicht toll gemacht. Ich glaube, ungefähr hier gibt es auch noch etwas. Und zwar einmal hier reinfahren. Es besteht aus mehreren Schritten. Hier reinfahren. Wow! Nein! Erstmal die voll die krassen Stunts machen. Und jetzt aufpassen. Ich glaube, ich muss auch wirklich gleich beschleunigen. Okay, habe ich eins geschafft? Okay, jetzt nochmal so Enrique Muschoka. Ersten Sprung machen. Okay, jetzt muss ich Speed aufbauen. Jetzt kommt die finale Challenge. Oh, ganz knapp nicht. Tja,
muss ich wieder hochfahren und wieder probieren. Da hilft alles nichts. Mal genug Stunts gemacht und jetzt mal aufgepasst. Boah, wie gemein. Okay, aber hier ist ein kleiner Checkpoint. Da bin ich sehr dankbar. Ist aber auch scheiße wegen diesem Sprung hier. Okay. Jetzt der Moment der Wahrheit. Sehr gut. Ah, das vierte. Das vierte. Das kann ich leider nicht auswendig. Am vierten muss ich. Ich gucken. Okay, das wird ich glaube, was 10 oder 7 irgendwie so. Ich mach mal hier das. Und vielleicht finde ich eine Person, die Hilfe bräuchte. Okay, die brauche ich für nein. Hier manchmal hier liegen Personen rum. Die muss man aufhelfen. Das muss man 10-mal machen, auf habe ich keine Lust. Vielleicht schaffe ich einmal, vielleicht finde ich ja eine durch Zufall, aber ich werde jetzt nicht das ganze Gebiet suchen nach den 10 Dings. Selbst wenn das dann dazu führt, dass ich das dann keinen Goldschlüssel kriege. Er ist dann halt das Symbol. Das ist dann so eine Hand mit so einem Herz. Ah, da konnte ich jetzt noch schwer sehen, wegen der Kamera. Okay. Ich glaube, jetzt irgendwie. Nein! Dieser verdammte Felsen. Ist da hier sogar einer? Oder habe ich mich verguckt? Ah, es war so eine Note. Also man soll auch schon richtig gucken können. Aber direkt hier, jetzt wo ich schon mal hier am Rand bin, weiß ich nicht mehr wo es war. Aber irgendwo ganz rechts ist die geheime Route. Na, ja, gucke ich gleich. Ich denke, ich auch genauso gut hoch. Kann ich nicht theoretisch einfach Leute dazu bringen, dass die verunglücken und die dann retten? Ich glaube, das geht nicht. Nee, es geht auch nicht, aber. Wäre cool, wenn es gehen würde. So ein bisschen Coolness. Bewahren nicht gegen den Felsen donnern. Guck mal, als ob ich jetzt hier den letzten. Ich glaube, ich pot mich direkt schon die besser ganz nach oben. Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Auch selbst wenn es nicht schneller ist, ich mach's trotzdem. Also, Sprung. Wow, was war das für ein Speed nach oben? Habt ihr das gesehen? Halber Betrug, würde ich sagen. Betrug. Gegen die Gesetze der Physik einfach mal nach oben katapultiert zu werden. Okay,
Passt noch. Ich glaube, hier ist sogar Vollspeed schädlich. Nein, 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 nein! Was? Superman? Von dem Stunt habe ich auch gar nichts gehört. Es ist dieser letzte Sprung. Das ist aber auch sehr, sehr asozial. Die ganzen Stunts sind verunglückt. Nein. Verunglückt doch mal. Ich will euch retten. 10-mal. Je nachdem, wie lange ich hier noch brauche, bis ich hier mal diesen paar einfachen Sprünge geschafft habe, kann es durchaus lange dauern. Also bitte, tut sie mich. Oh, Bewegungssteuerung! Bewegungssteuerung! Fuck! Diese Bewegungssteuerung, du! Er sorgt nur für Mist. Hatte nicht so ganz. Ja, ich hab. Komm, Verunglück. Funktioniert nicht. Man kann sich durch sich selber einführen. Mal nicht. Würde ich aber gern tun hier. Egal. Wenn ich hier das mal endlich mal hinkriege. Okay. Hat schon leicht Dings gehabt. Angst. Schiss davor, dass sich das hier nicht zählt. No-Hander, okay. Sehr interessant, jedenfalls einfach möglichst weit nach links gehen und ich glaube, hier ist es schon. Ja, hier ist es schon. Die geheime Höhle. Da werden wir aber nochmal hingehen. Im Laufe des LPs. Jetzt kommen wir zur schmerzhaften Erinnerung. Ihr seht schon da hinten, ganz am Gipfel. Da hat der Lowhander nicht funktioniert, das hat Bonuspunkte gebracht, sag ich euch. Okay. Und jetzt wird's pervers. Und zwar die ganzen Geschichten. Also, ihr seht ja, wie viel es hier von den Dingern gibt. Ein Helikopter hier hoch.
Dann. Es wird so ätzend sein. Nein, 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 nein. Weiß ich, ob es dann zählt. Was ist der Sinn von diesem ganzen Transport-Rückschritt, wenn man dich eh überall importen kann? Okay, sind ein paar Aktivitäten. Soll ich mal gucken, was es war? Okay. Nach hinten bewege. Richtig dämlich. Übers Geländer springen. Ah. Ist aber auch so richtig solide. Kann sich kaputt machen. Unverwüstlich. Hätten wir jetzt hier die ganzen fünf von diesen Helikoptern. Da gibt es noch ein, zwei, drei, vier. 4, 5, 6 von den Gondeln. Ist ja auch noch was. Interessant. Man gar nicht richtig hoch mit dem Schneemobil. Also erstmal ganz weit weg. Ich guck mich hier nochmal um, nicht, dass es hier noch was gibt. Okay. Zwei habe ich ja bereits genommen. Okay. Er hat mehr als sechs. Nummer 7. Ich gucke überall noch mal um, ob hier nicht noch irgendwo so ein zweiter Ding ist, das einen noch mal höher transportieren lässt. Moment, was habe ich das? Dann das, okay. Jetzt ist hier. Immer schon den Überblick behalten. Aber es gibt doch nur sechs von den Dingern. Wow. Schnell können wir noch hinfahren. Überblick. Hier gibt's. Hier scheint es nur vier zu geben. Und einer gab es noch da oben. Jetzt halt die goldene Frage, wo ist der letzte? Moment mal, es gibt fünf. Welchen habe ich noch nicht genommen? Den hier noch nicht. Der hier noch nicht. Dürfte ich alles haben. Okay. Dann guck mal her. Okay. Das ist Schneeresort. Nee. Okay. Alles klar. Dann. Okay.
Das erste. Ah, du musst ein bisschen näher rücken. Du musst ein bisschen zurückgerückt. Jetzt musst du näher rücken. Ich weiß, es ist immer ihr Rape, aber. Okay. Dann. Gibt es hier irgendwo, genau hier, diese Masten? Ich hoffe, das hat gezählt. Weil dann gab es einmal dieses Geräusch. Tü-tü. Ich mach's nochmal. Und ich glaube eben, dass es noch nicht gezählt hat, denn in dem Resort gab es immer das Geräusch. Wenn es gezählt hat. Und hier gab es das nicht. Also hat es wohl nicht gezählt. Ich bin noch nicht drüber. Ach ja, hier. Das ist so eine gestürzte Person, die kann man helfen. Seht ihr die Hände unter den Herzen? Mit A. So. 10 Stück von denen. 10 Stück. 10. Scheinbar gibt es kein Geräusch, wenn man hier durchfährt. Aber warum gibt es denn ein Schneeresortengeräusch? Verstehe ich nicht. Ah, es hat noch gezählt. Will ich mal offen. Kriege ich dann noch die 10 zusammen? Schiss? Hallo? Betrug? Etwa weil ich so höflich war und die Menschen gerettet habe, hat es nicht gezählt. Ist das, was sie mir sagen wollen, Spiel? Man darf keine anderen Menschen helfen? Wenn ja, dann ist das Bullshit. Aus vielerlei Hinsichten. Oder weil ich einmal kurz die Fahne berührt habe, was ja normalerweise auch zählt. Aber mich macht hier stutzig, dass es einfach hier keine Geräusche gibt. Wieso denn nicht? So, ich bin durch die Fahne durch. Rette diese Person. Ich meine, steht ja nirgendwo in der Regel, dass man es nicht tun darf. Man darf doch wohl hilfsbereit sein. Also ich habe jetzt hier keine Fahne berührt, ich habe nur dieser Person geholfen. Und okay, dann leck mich. Dann ist das hier offiziell verbuggt. Okay. Dann kommen wir zu. Ölfrei, unfallfrei ins Tal mit dem Schneemobil. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Der absolute Knackpunkt. Ich zeig's euch nochmal, was hier steht. Hier steht. Hier. Schneemobil, unfallfrei ins Tal. 5 Minuten. Was man tun muss, von dem Tal zum Gipfel zu fahren in 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob das als Unfall zählt, als ich diesen einen Typen gerammt habe, deshalb mache ich es nochmal. Ich glaube, man darf auch nicht diese Teleporter verwenden, ich meine, das sollte man. Also, das finde ich so lächerlich. Auch überhaupt, es ist 10 out of 10 Entertainment. Da steht unfallfrei ins Tal, man muss aber unfallfrei zum Gipfel. Also wer auch immer da dieses Spiel übersetzt hat, der hat einen ganz schlechten Job gemacht, einen ganz schlechten. Aber ich glaube, sowas tut auch das Spiel treffend zusammenfassen. Findet ihr nicht auch?
Ja, ich habe jetzt nicht auf den Timer geschaut. Er ist jetzt. Wow. Ich will keinen Unfall sorgen. Ich weiß nicht, was das Unfall zählt oder nicht. Darum will ich absolut nichts berühren. Weiß nicht, ob das hier überhaupt die optimale Route ist. Aber ich denke schon, dass 5 Minuten ziemlich großzügig sind. Ich bin jetzt hier schon so gute Hälfte. Wobei, es wird doch mal gegen. Wow. Du bist behindert. Okay, ich glaube, das ist nicht die optimale Route. Aber wie die auch einfach weiter geradeaus fahren. Als ob sie denken. Aber warum fahre ich schon dieselbe Binet-Route wieder? Okay, 26,5. Ich hab's berührt. Also ich weiß nicht, was als Unfall zählt und was nicht. Darum muss ich von dem Schlimmsten ausgehen und sagen. Wir machen mal Neustart. Also, 26 Minutes. Ich versuche sowieso nur unter 31, dann sind es vielleicht gerade mal 4, ein Viertel Minuten. Jemanden helfen? Von meiner Zeit ab, aber egal. Menschlichkeit geht vor. Was sollst du noch jetzt kommentieren? Also. Ich glaube, dass es klüger wäre, diese Route hier zu nehmen. Da sind zwar ganz viele Berge und sowas, aber ich glaube, da ist es am weitläufigsten und auch am unwahrscheinlichsten, irgendwelche Vollspastis zu rammen. Kann es sein, dass sie sogar in der aus der Luft rausspawnen? Wenn das jetzt hier zählt, wenn das jetzt hier schon zählt, ne? Das noch mal besser neu. Ich bin so scheiß unfähig. Es ist aber auch nicht leicht, du. Da komplett unfallfrei. Hier lang. Okay. 29 Minuten. Etwas weniger als 29 Minuten. Ja, versuche ich es. Aber warum verunglücken die immer da in derselben Position? Das ist doch immer derselbe Typ hier am selben Ort. Zumindest immer am selben Ort. Also drückte ich 10 Mal einfach nur hier lang gucken. Oder es ist einfach nur ganz großer Zufall, dass er immer am selben Ort ist. Denn ich glaube schon, dass die immer in festen Positionen verunglücken. Ich hoffe zumindest sicher, dass sie da beim irre engen Gletscher da jetzt. Da kommen die runter. Die ist aber auch fies.
Wenn einer runterkommt, da kann man ja kaum ausweichen. Darum halte ich mich möglichst weit am Rand auf, in der Hoffnung, dass die immer an der Mitte runterkommen. Gibt's hier nicht irgendwie sowas wie Verkehrsregeln? Ich sag euch, der ist in der Luft gespawnt. Wenn ich sehe wieder einer vom Glück, ne, ist einfach nur so Textbox. Aber egal wo ich hinfahre, die sind immer da wo ich bin. Zumindest annähernd da wo ich bin. Ist keiner mal irgendwie rechts oder so. Achtung, Bergkuppel, ich kann nichts sehen. Muss aber extra hier lang. Weil ich nicht glaube, dass sie hier lang fahren. Weil es in letzter Zeit überhaupt keine. Oder? Da sind welche. Okay, ich liege sehr gut in der Zeit. Ich glaube erst so. 2 Minuten 30 sind erst vergangen. Und wenn auf der Karte guckt, das ist nicht mehr allzu viel. Aber die letzten Meter sind sehr steil. Und beanspruchen darum mit Abstand die meiste Zeit. Dennoch sollte es passen, zeitlich her. Sogar so eine Schatztruhe. Aber die machen wir noch. Die machen wir noch. Und dann jetzt ist nochmal irre eng und da kommen sicherlich Skifahrer runtergeschossen. Darum halte ich mich wirklich am Rand auf. In Hoffnung, dass die alle immer in der Mitte fahren. Okay. Bewegungssteuerung tut mal wieder rumspinnen. Wow. Also, ich kann gerade nicht nach links fahren, weil die Bewegungssteuerung spinnt. Lol. Das zählt nicht. Snowboarder fahren. Nehmen immer alle dieselbe Route und spawnen aus dem Nichts heraus. Hier ist unfallfrei ins Tal, ne? Das ist voll ins Tal und so. Okay, dann unfallfrei ins Tal, diesmal wirklich ins Tal mit dem Schneereifen. Nochmal Karte, port mich schon mal direkt hier mit dem Schneereifen. Und das würde ich doch schon als etwas schwerer finden. Was? Die Richtung. Du bist behindert. Also mein Bildschirm, ich sehe nichts, was hinter mir ist. Ich meine, wer hinten drauf fährt, ist schuld, ne? Wer hinten drauf fährt, ist schuld. Aber ich glaube, mit dem Skireifen werde ich derjenige sein. Ah. Zählt das als Unfall? Ich würde sogar sagen, nein, denn ich bin nicht umgekippt. Na, wobei sicherheitshalber mache ich es dann doch. Nochmal von vorne. Also ich habe keine Ahnung, was als Unfall zählt.
Was war das denn? Ah, ich kann nicht richtig. Boah, du bist so behindert. Du bist so behindert einfach. Da kommen die NPCs aus dem Nichts. Ich kann ja nicht sehen, weil sie hinter mir sind. Und die rasen einfach so in mir rein. Das ist Bullshit. Und scheiße programmiert. Ein bisschen schnell. Ein bisschen sehr schnell. Nein, 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 nein. Na komm, ich mach einfach. Mal gucken, ob das Spiel großzügig ist. Denn ich meine, ich lag ja noch nicht im Schnee drin. Also vielleicht zählt es ja nicht als Unfall. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, diese Schneefahrer, die dummen Schneefahrer, ausweichen, ist, indem man einfach die ganze Vollspeed geht und schneller ist als die Vollidioten. Das wäre schon ziemlich salty, wenn es jetzt nicht funktionieren würde. Eine Sache mit Thema Steuerung. Da steht nichts hier von wegen Bremsen. Kann man halt nicht im Schneereifen bremsen. Ich meine, wieso sollte man es auch können? Also gesehen hat ja das Spiel schon recht. Aber dennoch. Mein. Man kann übrigens keine Tricks machen. Genau wie im gesamten Bergresort kann man auch keinen einzigen Trick machen mit keinem einzigen Gefährt. Geht einfach nicht. Okay, fast am Boden. Wie gesagt, es ist nur noch hoffen, dass das da eben nicht als Unfall zählt. Was aber auch anderes heißt, dass man sich ja wirklich so wirklich erlauben darf, gegen Wände und so zu fahren. Boah, dieser Speed. Da rasten diese Speed-Effekt-Dreiecke da richtig aus. Und Moment der Wahrheit ist angekommen. Zählt oder zählt's nicht? Hat das Spiel Erbarmen oder nicht? Ich glaube, es zählt nicht. Ah, leck mich doch. Ich bin zwar nicht hingeflogen, aber es zählt als Unfall. Das Spiel ist nicht nett. Es ist nicht nett. Gucken, ob diese Route hier besser ist. Selbst wenn ich es bezweifle. Ah, es ist asozial. Weil zumindest ist das Schwierigste am Anfang. Ich glaube, ich mache das hier. Nein, nein, nein. Ich kann nicht rüber lenken. Okay. Ich glaube, man braucht hier keine Beschleunigung zu geben. Ich bin schon zufrieden mit der Geschwindigkeit, in der ich aktuell fahre. Ob es sich ganz zur Zeit um die eigene Achse dreht, wird er nicht so langsam mal schwindlig. Ich glaube, für diese Extrembelastungen sind Schneereifen nicht gemacht. Bin ein bisschen schnell unterwegs. Help me! Sie sind hier noch so behinderte. Ey!
Ey, der wollte in mich reinfahren. Habt ihr das gesehen? Der kleine Spacko. Die sind aber auch immer sehr stark zickzacks am Fahren. Ich glaube, die tun einen wirklich fokussen. Die wollen, dass man nicht hier diesen Silberschlüssel-Dings kriegt. Sind auch noch Tiere auf der Fahrbahn. Ich glaube, es hat. Ich glaube, man kann ja in den Wänden keine nicht allzu schnell Unfälle bauen. Aber die Leute, verpisst euch! Verpisst euch! Verpisst euch! Ich kann nicht drüber lenken. Die Mode spackt, ich kann nicht lenken! Oh. Okay, ich war unfallfrei. Jetzt fahren hier noch Schneemobile hoch. Holy shit. Bitte nicht. Nicht gegen den Pfosten. Gleich geschafft. Keine dumme Scheiße, nicht du Schneemobil, nicht du, du versaust mir nicht den Tag. Und nicht die direkt vor mir spawnende Leute, die mich fokussen! Ist der behindert? Okay. Dann haben wir jetzt hier geschafft. Moment. Schieß nur Bord. Bin ich wirklich so behindert? Ach, ich glaub's nicht hier. Erstmal schon verschieben, dass es verbuggt ist, aber dann lesen Ski-Snowboard. Und ich bin mit Schneemobil gefahren. Ja, so kann's auch passieren. Dann nehme ich es zurück. Wow, wow. Ey. Ey. Wird denn das hier? Fährt einfach in mich rein und sagt dann noch so, wuhu! So nach dem Motto, ja, endlich habe ich es dem Arsch noch mal gezeigt. Was für Spastis einfach hier bei Go Vacation, die NPCs. Das sind die größten Spastis. Rammt er mich dann auch so, wuhu! Nicht. Dann, wir wollen nicht so schnell sein. Es gibt kein Zeitlimit. Lieber Snowboarder, bitte. Braucht da irgendeiner Hilfe? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt on fire und mach das hier. Ganzen Tore durchfahren und sowas. Oh, jetzt hat's aufgehört. Vielen Dank. Nach dem 50. Mal alles durchlaufen. Nee. Nein. Kann man zurück. Und du bist übrigens ein Spasti. Wobei ich habe auch plötzlich so eine Kurve gemacht. Also. Jetzt muss ich noch den ganzen Scheiß von vorne machen, weil ich am drittletzten Fahren halb betrogen wurde. Ganz ruhig bleiben, nicht daran denken, dass dieser Part viel zu lang geht, weil Dinge passiert sind, die
nein, 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 nicht. Nicht so schnell. Ah, ist nur ein Freund, der irgendwie mit mir spielen will und die ganze Zeit so lange rumsteht, die ganzen Jahre lang rumsteht, bis das irgendeiner mit ihm spielt. Na, wenn es mir Spaß macht, du, die alle Jahre, schon seit 7 Jahren ist das Spiel draußen, all die Zeit wartet er nur darauf, dass irgendeiner mal mit ihm spielt. Und gib mir den Goldschlüssel. Jawoll. Okay. Da mal gucken. Nicht, dass ich hier schon wieder was vergessen habe. Also. Na, das hätte mir gemacht, außer ein paar Personen gerettet. Das mache ich nicht. Das kommt im nächsten Part. Gemacht kommt im nächsten Part. Das mache ich nicht. Das kommt im nächsten Part. Hier die ganze Zeit hier gefallen, irgendwo hinfallen und irgendwo mit Transportmitteln runterdingsen. Nein. Dann das hier gibt's im nächsten Part. Moment mal, hab ich schon mal Snowboard gemacht? War ich schon mal auf dem Snowboard? So. Oh. Okay, habe ich es schon jetzt gemacht? Scheinbar habe ich schon mal beides Pferde und Dings alles in der Transportmittel im Backresort gemacht. Okay, dann 50 Minuten. Holy moly. Ich sag ciao, Leute.